Now we're recording. All right, so let's go. We lost some time here, but that's how it is. But you had beautiful sharing. That's very good. And I hope we got that on continuous recording. So then we would have be part of satsang only. Sharing also is so critical. All sharing between Mahatmas is as important as reading. Reading Dada is theory. Then Mahatmas go home and then they apply what they have learned during the week. And then they come and share. So this is so important. Should I have, auch das Sharing aufgezeichnet worden ist, kurz so, was wir gemacht haben, und er betont nochmal, wie wichtig das ist, dass Mahatmas untereinander ihre Erfahrungen teilen. Also Dada zu lesen sei sozusagen die Theorie und dann geht man nach Hause und wendet das an, was man da gelernt hat, und dann trifft man sich wieder und spricht darüber. So, for instance, what would be very interesting to share next time the Mahatmas get together would be what we learned today in terms of repetitive, what we call bickering, nagging speech. Speech unknown to us becomes nagging to the person close to us because we tend to say it over and over again. And that is where we really need to enter into our space of who the real doer is. Was jetzt interessant wäre, beim nächsten Mal zu teilen, wenn Mahatmas zusammenkommen, wäre die Erfahrung damit sind, was wir heute gelernt haben, also in Bezug auf diese Sprache, besonders in Bezug auf die uns nahestehenden Files, also wenn man so an dem anderen herumnörgelt und so beginnt, auf jemanden so rumzuhacken und immer wieder das Gleiche sagt, die gleichen Dinge, so sich darüber auszutauschen. And also, you see, it is only when we stop becoming the non-doers in exactness that we will not get affected by the words of other people. There will be no receiver of those words. Receiver. There is a transducer, there is somebody who throws out the speech, and then there is somebody who receives the speech. And both of these are not, has not got anything to do with you and I, as Shuddhatma Bhagavan, as Mahatmas. Und nur wenn wir aufhören, also in Präzision aufhören, der Handelnde zu sein, dann erst dann beeinträchtigt oder verletzt, also dann beeinträchtigen uns auch die Worte von jemand anderem nicht mehr. Dann ist da sozusagen kein Empfänger mehr für diese Worte. Also es gibt keinen Sender und keinen Empfänger. Und sowohl der Sender als auch der Empfänger hat nichts mit uns als eine Seele zu tun. So it is through the awareness of the evidences that one becomes free from doership. Every evidence has to be seen and then there is no doer. Which we learned in the last satsang. The last satsang was so important with all those 5 or 6 questions that are immediately asked, you see, immediately shown. After saying it's vyavasthit, you go back and say, this, what are those, who did it, who is it, etc., see. So moving into the space of the non-doer is essentially through seeing the evidences. Okay. Durch das Gewahrsein über die Indizien, also über die Umstände, werden wir frei von diesem
handelnder Sein. Also die zu sehen bedeutet, der Nichthandelnde zu sein. Und das knüpft auch ganz wunderbar an das, was wir am letzten Samstag gemacht haben, wo es um diese 5 oder 6 Fragen ging, also zur näheren Untersuchung, also wo man als erstes sagt, okay, es ist JavaScript und dann eben, wer hat es gemacht und so weiter, diese 5 Fragen, die es da gab. Und indem wir bewegen uns in den Raum des Nichthandelnderseins, indem wir die Indizien sehen. And now we move into another very interesting aspect of the understanding of Vyavasthita, which is titled Gnani's Antakaran in the non-doer state. The Gnani's Antakaran in the non-doer state. Question. Jetzt schauen wir uns noch einen weiteren sehr interessanten Aspekt an in Bezug auf Vyavasthita. Und das ist eben die nächste Überschrift. Wir lesen weiter im Text unter der Überschrift des Gnanis Antakaran im Zustand des Nichthandelnden. And the questioner is saying, please explain the following Apta Sutra. Apta Sutra being one of the major 4,237 aphorisms of Gnani Purush Tadashri in a special book. How does Gnani's Antakaran, the inner component of mind, intellect, chit, and ego, work? Now, this is Dadashri himself saying. This is Dadashri's words. How does the Gnani's Antakaran work? Pote means the one who used to believe I am over, now says I am. That main I am moves away moves away. You don't worry about who are you moving away from. You just move away, step away, step aside, and then the self, Atma, the Rhinocele, is separate from the Antakaran. Und genau, wir lesen. Fragen da. Bitte erläutere das folgende Apta Sutra. Diese Apta Sutras, die gibt es auf Gujarati und auf Englisch in einem eigenen Buch. Das ist so eine Sammlung von 4237 Aphorismen von Dada. Und hier wird also Dada selbst zitiert dann von den Fragenden. Wie funktionieren die inneren Komponenten Verstand, Intellekt, Chit und Ego, also der Antakaran des Gnani, wenn sich derjenige, der ich bin, ist, also Pote heißt ja auch derjenige, der ich bin, ist, vom Nicht-Selbst komplex entfernt, also so einen Schritt zurücktritt, dann ist das Selbst von den inneren Komponenten Verstand, Intellekt, Chit und Ego, also vom Antakaran, getrennt. We will read the whole thing. It's a small thing before we go deeper into it, into this Apta Sutra. Let us, Dadashri himself is explaining his own Apta Sutra. Dadashri says, that Antakaran carries out the worldly activities on the one side, all the worldly activities, and the self, the Atma, the Rhinocele, does, quote unquote, does its work on the other side. So this one is doing all the work and this one does its own work. So now the Gnani does not have Dukkha or interference and interference reactions. So let's stop here and let you do this much. Okay.
Also jetzt erklärt hier Dadashri sein eigenes Atta-Sutra. Dieser Antakaran, also diese inneren Komponenten von Verstand, Intellekt, Chit und Ego, führen auf der einen Seite alle weltlichen Aktivitäten aus und das Selbst macht in Tübingen seine Arbeit auf der anderen Seite. Der Gnani hat keine Einmischung und Reaktionen auf Einmischungen, also Dako, Dakal. Ja, now the Dadashri replies to the question of what is the Gnani's Antakaran like? Gnani's inner machinery like? It's an inner machine. What is the inner machinery of the Gnani like? The Antakaran of Gnani does the worldly activities and that part which is belongs to the Gnani as the Gnan, the knowledge, does its own work, and therefore there is absolutely no interference at all from the Shuddhatma Bhagwan or the Gnani into that which is happening to the body complex. Were you reading or were you explaining? I was just explaining this thing. Okay. It's okay. Also, it's the same thing. I just repeated. But I noted. It's okay. I was just wondering if you were. It is because the Gnani. The question is, what is the Gnani's Antakaran like? And this is the exact understanding in the first paragraph of what the Gnani's Antakaran is like. There is no interference for the Gnani. That is what the Gnani is saying. You see? Yeah. Also, der Gnani antwortet auf diese Frage, wie ist der Antakaran des Gnani? Und er sagt eben, der macht, also dieser Antakaran führt auf der einen Seite diese ganzen weltlichen Aktivitäten aus und das Gnan, also das großgeschriebene Selbst, macht eben seine Arbeit. Und dadurch gibt es keinerlei Einmischung des Gnani in das, was der Körper tut. This is a very important paragraph. We have to go line by line because the Gnani is coming very close to explaining to his state versus what is happening to all of us, you see, the Mahatmas. And so now let us read the next paragraph. And in the next paragraph, the Gnani says that the bhav. The bhav means the intent or the view or the outlook, a feeling that arises, the sense that I am doing something. I am doing something arises, you see. And the Gnani remains separate from that Antakaran. Now, I will just tell you that this feeling, this sense, the view, the outlook that I am doing something is arising from the Antakaran. You see, it's arising from this mind, intellect, ego, speech complex inside. Very critical to understand that it's not arising anywhere else. Shall I read? Yeah, please. Yeah, you read and then explain. Yeah. Mm-hmm. Or could you repeat? Were you explaining or were you reading? Well, I did both. First line. I only read the first line, which I said this is very important to understand because this is where the exact action is in the separation. I got that much.
Also dieses ist ein sehr wichtiger Absatz, der jetzt folgt, weil wir sehr nah herankommen an die Erklärung des Gnani, also wie er seinen Zustand beschreibt gegenüber unserer aller Zustand. Und der erste Satz hier, die Absicht, wow, also das bedeutet Absicht, aber es bedeutet auch so viel wie Perspektive oder Gefühl von ich tue etwas, die taucht auf. Die taucht eben aus diesem Antakaran auf. Yeah, yes. See, so we continue reading. The Gnani remains separate from that Antakaran, which produces this feeling that I am doing something. And after attaining Gnan, your real doership does not remain. Your real doership, in fact, what is after attaining Gnan, you're really not the doer anymore, but your relative doership does remain. That means the discharged doership remains. But for you, the awakened one in Akram Vignan, there remains a slight duckle, slight interference. It should be actually slight dako, but Tada uses it both ways. Whereas for the Gnani, there is no duckle. There is no reaction, interference or its reaction. If now Dada is explaining the sutra. If the self moves away, then the self is indeed separate from the Antakaran. The self has been a resident. He has resided in this Antakaran, and that self now moves away from it. And that is the explanation of what happens. Okay. Also, wir lesen, der Gnani bleibt von diesem Antakaran, also von diesem Verstand, Intellekt, Chit, Ego, getrennt, der dieses Gefühl von ich tue es produziert. Nach dem Erlangen von Gnan bleibt dein wirkliches handelnder Sein nicht erhalten. Also du bist nicht mehr der Handelnde, aber dein relatives handelnder Sein, das bleibt. Und das bedeutet, dass das sich entladende handelnder Sein übrig bleibt. Aber für dich, großgeschrieben, den Erwachten in Akram Vignan, bleibt eine geringfügige Einmischung Dakal bestehen, wohingegen es für den Gnani kein Dakal, also diese Reaktion auf die Einmischung, mehr gibt. Wenn das Selbst, kleingeschrieben, also erklärt er jetzt wieder dieses Sutra, wenn das Selbst, kleingeschrieben, sich entfernt, also diesen Schritt zurückzieht, dann ist das Selbst tatsächlich vom Antakaran getrennt. Und das Selbst, also das Selbst, das Kleingeschriebene, hat in diesem Antakaran gewohnt und dieses Selbst entfernt sich nun davon wieder. Because he is separating us in this way by through the way of pure knowledge, he has now come to the exact level of where the separation has happened, the fundamental level. And this is really, this sutra explains this in a very clear way for those who have received Gnanvidhi of what happens in the Gnanvidhi. Mhm.
Und der Gnani trennt uns auf diese Weise, nämlich mit dem reinen Wissen. Und er erhebt uns auf dieses exakte Niveau, oder er schaut hier auf dieses ganz genaue, die ganz genaue Ebene, wo die Trennung passiert ist, also auf die ganz fundamentale Ebene, und erklärt es hier sehr, sehr deutlich, was im Nahen Vivi passiert, genau an welcher Stelle eben sozusagen. Ja, yeah, see before, see this word po'ote is kind of interesting. Its literal meaning means the self, myself. You say myself or small self, po'ote. This word means this sense before Gnanvidhi that I am over, I am. Before Gnanvidhi also, before you got the name over, you were I am, and then you were born as Uva, and therefore you say I am Uva, and then you leave this body, and again the I am sense remains. You see, the I am sense, the sense of existence is always there. Mm-hmm. Und hier ist dieses Wort Pote ganz interessant. Dieses Gujarati-Wort Pote bedeutet so viel wie ich selbst, klein geschriebenes Selbst. Und es beschreibt eigentlich den Zustand von vor dem Gnanvidhi, wo wir glauben, ich bin Uwe. Noch bevor wir diesen Namen Uwe bekommen, haben wir die Überzeugung, ich bin. Und dann werden wir als Uwe geboren und dann ist es eben, ich bin Uwe. Und wenn wir dann sterben, dann bleibt wieder dieses, oder den Körper verlassen, dann bleibt wieder dieses ich bin übrig. Das ist die Essenz der Existenz. Ja, and you see, this is the thing. This sense, before Uva was created, you had a body, but then the body comes in Uva and he says, I am Uva. And then instead of moving horizontally into another body, you have been lifted up. The one who used to say, I am Uva, is now entered the realm of Gnan, and it says Ish bin Raina Sile, I am pure soul. So he has moved away from not only the body complex but also inside what is happening, that is the Antakaran. He has totally moved away. And so, but the Antakaran still continues to produce this sense, that old sense, I am Uwe. I am doing this, you see? I am doing this, I'm over. But this one is going to moksha, you see? So this, if this I, and this is exactly what Gnani Purush Dadashri has done to us in the Gnanvidhi, you see? Gnanvidhi. Mm-hmm. Und dieses Gefühl, was es da gibt, bevor Uwe da ist, also bevor dieser Körper da ist, ist dieses Ich Bin, und dann kommt der Körper und dann ist es Ich Bin Uwe, und so geht es quasi so waagerechter dann immer weiter von Uwe zum nächsten Namen, zum nächsten Namen, zum nächsten Namen. Und was jetzt mit uns stattdessen passiert ist, wir sind von diesem ganzen, eben nicht nur von dem Körper, sondern auch von diesem Antakaran angehoben und getrennt worden. Wir sind komplett komplett hochgehoben und davon getrennt worden. Und dieser Antakaran produziert aber weiterhin immer noch diese Überzeugung, ich bin Uwe und ich bin Handelnder, ich mache das alles. Aber durch
dieses hier sind wir absolut befreit. Und dieser Teil hier, oder das, deswegen gehen wir nach Moksha. Okay, so Siddhartha Bhagavan, it's very important, we're going to some sharing, okay? We want to listen to Bhairavi as well as Grit. This is important. Siddhartha would also like to listen. So you continue translating, of course. Let us try to put Bhairavi first and then Grit. Shall we do that? Okay, if they're happy. If they're happy, let me find out if Bhairavi is available first. I'll put the gallery view and get Bhairavi. Is there? Unmute her and you talk to her. Control, unmute Bhairavi. Yeah. Okay, Bhairavi. So please explain to her and let's. So what we would like to do is, let me unmute over to here. So ich glaube, man hast schon verstanden, oder? Noch ein bisschen Sharing vom Wochenende. Ja, genau, ja. Okay. So I'm going to mute myself, please, and so that I will be able to hear only. Also Shuddha schaltet sich stumm und wird zuhören. Ja, versteht man mich? Ja. Okay. Ja, ich war schon ein wenig müde, aber einfach sehr, sehr erfüllt von diesem Wochenende, von diesen Tagen mit den anderen Mahatmas. Und es ist einfach viel, viel Klarheit dazu gekommen, auch auf dem Nachhauseweg. Wir standen im Stau. Und die Susi und die Bhairavi haben viel erzählt und so. Und es war immer klar, es ist Yavastit. Und wenn jemandem gesprochen wurde, diese Person ist reine Seele. Also es war immer so, es war einfach immer klar. Und das fand ich einfach ganz toll. Und was ich schon im Retreat gesagt habe am Schluss, für Bhairavi war einfach nochmals so, so klar, wie wichtig die fünf Agnas sind und wie man sie, ja, um sie anzuwenden. Also es kommt jedes Mal wieder etwas dazu, wenn Bhairavi in so einem Retreat ist. Bhairavi, gib ihr die Chance zu übersetzen. Ah, Entschuldigung. Yeah, sorry. Okay, so Bhairavi said that she's just come back from the retreat that we had on the weekend, and she's already feeling a little tired, but also very fulfilled by these days spent with the Mahatmas, and she's gained a lot of clarity. And when they were going home together in the car, they got into some traffic jam and had to wait. And Susie and Bhairavi were talking. And with everything that happened, it was just so clear to her that it was Yavastit and that we are pure souls. And that clarity was just amazing. And she also gained a lot of extra clarity on the importance of the five Agnas and their application. And every time or every day that she spends in satsang, something new is added to this clarity and this understanding. Okay. Jan, sie kann nach, was Marion schon gesagt hat, es ist einfach toll, an diese Treffen zu kommen und miteinander auszutauschen. Das gibt so viel Klarheit, so viel Tiefe. Und ich möchte einfach gerne alle Mahatmas einladen, kommt zu diesen Treffen. Es ist einfach wunderbar. Und Bhairavi ist sehr, sehr dankbar für diese Tage. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, she can only add to what Marion said before, that she
really appreciates these gatherings and the exchange between Mahatmas and the depth and clarity found there. And she can only warmly invite everyone who hasn't joined yet to join the next one. And she feels very, very grateful. Jay Sachidana. Thank you. We will now take Grit. Okay, ich glaube, jetzt bin ich jetzt unmuted. Ja. Yes, yes. Oh. Jetzt kann man. Ja, Jay Sachidanan. Ja, ich kann mich eigentlich nur allen Berichten, die wir so weit schon hatten, nur anschließen. Und wird vielleicht noch, ja, also für mich war irgendwie besonders dieses Mal irgendwie, dass so die ganze Atmosphäre so. Ja, so ganz besonders irgendwie entspannt und ja, ich fand es irgendwie so unaufgeregt. Also, und irgendwie war es so, als wenn, so wie Uwe und Nader dieses Mal ja immer wieder betont haben, dass sie keinen Plan haben. Das hat sich irgendwie wie so ein roter Faden, fand ich, irgendwie durch die Tage gezogen und das fand ich irgendwie sehr entspannt und sehr, ja, ganz relaxed. Und in dieser entspannten Atmosphäre, und das hatte auch zum Schluss, ich weiß leider den Namen nicht mehr, von der einen Mahatma, die so sagte, sie spürt so gar keinen Druck. Und das hat sich irgendwie durch die Tage gezogen. Und in dieser schönen, entspannten Atmosphäre war aber auch ganz deutlich, dass eben in diesem Miteinander, dass und in dieser Energie, die... ja, die alle getragen hat, ganz toll, glaube ich. Und das haben sicher auch alle gemerkt, dass dadurch eben so die Themen, die jeder irgendwie so mitgebracht hat oder die gerade irgendwie so präsent waren, dass die dadurch doch nochmal sehr viel deutlicher wurden und gleichzeitig also viel sichtbarer und irgendwie auch ja, leichter zu lösen. Ganz, ja, und relativ, das weiß ich nicht, müssten die anderen mal sagen, manche Sachen eben auch, ja, sehr viel klarer wurden und leichter zu lösen waren. Und so, also soll ich erstmal eine Pause machen, Svenja? Mal und du ergänzt, okay? Soll ich weitermachen? So, willst du übersetzt du selbst oder soll ich? Nee. Ach so, nee, ach, das kannst du machen. So, Grit is also adding to what the others said and agrees to what we already heard, but she also experienced a very special atmosphere this time and found it especially relaxed and unexcited in the best sense. And like Uwe and Nada were saying that they hadn't really planned anything out for the event, that remained as a sort of constant throughout the whole weekend, and that was very relaxed. And another lady was saying that she felt no pressure and that just this atmosphere, this getting together of Mahatmas creates a certain energy that really lifts you up and carries you, and that the topics that whichever topics you bring to the event in this atmosphere become a lot clearer, become a lot more visible, and also seem to be easier to solve in the long run. Well, und eins vielleicht noch ergänzen wollen, just very quickly, da waren ja auch am Anfang in dem Sharing hatten ja so einige, waren ja einige Mahatmas auch da, die noch relativ neu waren oder erst vor kurzem das Gnaden genommen hatten oder schon vor ein, zwei Jahren und aber seitdem nichts weiter und haben auch geäußert, dass sie irgendwelche ganz speziellen Probleme oder auch Widerstände hatten. Und irgendwie war auch so das Gefühl, als ob die von Anfang an aber gleich
in dieses Feld eingetaucht sind und ja, dass die auch am Ende, wenn man dann das Endsharing gehört hat, war manchmal so, dass die wussten gar nicht mehr, mit welchem Problem sie eigentlich gekommen sind, weil die irgendwie wie aufgelöst waren. Und ja, das war irgendwie sehr, sehr intensiv einerseits, aber wie gesagt, auf der anderen Seite auch ganz, ganz leicht und relaxed. Und das war, ja, das war sehr speziell, fand ich sehr aufwendig diesmal. Jay Satchidanand. Jay Satchidanand. Jay Satchidanand. And I was adding that there were few new people there, or people who had either taken Gnana a short while ago or had taken it a while back and not really followed any further. And some of those were expressing some specific problems in the first round of sharings and were also having some doubts. And but also those people got so absorbed in this energy and atmosphere that by the end of the event, they had basically forgotten those problems or forgotten what those important topics were. And so the atmosphere was very intense in one way, but on the other hand, very relaxed. Well, I think, you know, it's really amazing. Thank you for sharing, both of you, and it's so beautiful. I get, you know, when I came in with Uwe on Skype when I was in Florida, I got a feeling also from Facebook, from all the pictures. But, you know, the live connection is the best connection. And it's better than all of this. When you are live with a Mahatma, that is the next best thing than being with live with the Gnani Purush. And so this is very precious. Und Shuddha sagt, vielen Dank dafür, dass ihr das beide geteilt habt. Und als er über Skype sich eingeschaltet hat, aus Florida, hat er schon so dieses Gefühl auch bekommen. Aber der Live-Kontakt, also der direkte Kontakt von Mahatma zu Mahatma, ist wirklich das Allerbeste. Und das ist also nach dem Zusammensein mit dem Gnani Purush sozusagen das Zweitbeste und deswegen sehr, sehr wertvoll. Yes, this is a phenomenon that for generations people will wonder that is currently happening. Is this really happened? This is so amazing. It is happening at a grass roots levels, and the bodies and this non-self complexes come, but the liberated ones inside move in a higher and higher field and take along with them all the new ones who also join in. It is a magnificent phenomenon beyond our intellect, what is happening right now in Germany. Und das ist ein so besonderes Phänomen, was hier gerade bei uns in Deutschland passiert, dass die Menschen noch in Generationen darüber staunen werden. Also wie sich das hier gerade irgendwie entfaltet, so aus den, also wie so die Wurzeln entstehen für etwas, das wächst. Und dass hier auf der einen Seite eben diese Körperkomplexe zusammenkommen und sich vielleicht treffen, dass aber auf der anderen Seite diese vielen Befreiten, Erwachten ein so hohes, ein Feld kreieren, das immer höher und stärker ist. Und das ist ein wunderbares Phänomen, das wirklich jenseits des Intellekts ist. This is how Dada wanted Mahatmas to get together. True non-doership arises when they get together. They are seeing their own mistakes. They are
right? They are present, but they are present in another field. They are not, they are seemingly physically present there, but they, from the time they decide to go to the meeting arranged by Uber Nada, until they come home, they are in a different world altogether. Und so wollte das Dada gerne, dass die Mahatmas zusammenkommen, dass sie zusammenkommen in einer einem Zustand von nicht handelnder Sein. Und dieser Zustand von nicht handelnder Sein, der entsteht, wenn Mahatmas zusammenkommen. Sie sind anwesend, aber in einem anderen Feld. Also von diesem Zeitpunkt an, wo sie sich entscheiden, zu diesem Treffen zu gehen, was von Uwe und Nada organisiert wurde, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wieder nach Hause kommen, sind sie wie in einer anderen Welt. So, I'm trying to unmute. And I cannot unmute her audio. Let me see here. It's getting stuck. I'm trying to unmute Grit, so it's not working. So let me try some other way. Unmute all for a moment and then mute them all. Okay, now I have unmuted all. Mute all again and then let her speak. Okay. All right, now Grit. You can unmute yourself, my dear, and please speak. Great. Okay, where did she disappear? There she is. All right, great. Oh, okay. Okay, all right, okay. Come on. Yes. Yeah. Svenja, soll ich es nochmal deutsch machen, ja, ne? Oh, ja. Okay, ich wollte nur nochmal einmal sagen, zusätzlich zu dem, was Shuddha jetzt gesagt hat, so mit dem Eintauchen der neuen Mahatmas in das Feld. Und ich glaube, wir sind auch alle extremst dankbar dafür, weil das ja uns genauso betrifft, so wie jetzt alle Neuen, die jetzt und auch in Zukunft noch dazukommen werden, wahrscheinlich noch sehr, sehr viel schneller dieses Gnaden aufgreifen werden und genauso und noch viel mehr, glaube ich, können wir alle dankbar sein, dass es ja seit Dada Shri schon so viele Mahatmas gibt, die eben schon so seit so vielen Jahren, seit über 20 Jahren dabei sind und im Grunde ja genau das für uns auch vorbereitet haben und so wir da jetzt eintauchen können in das Gnaden, was im Grunde so weit schon vorbereitet wurde. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall ein ganz. Und wir können uns so unendlich dankbar sein und uns glücklich schätzen, dass wir so einen Mahatma hier jeden Sonntag haben und der uns diesen tollen Satsang bereitet. Jai Satchidanand Shuddha. And about this getting absorbed in the new field, Grit feels very, or we all feel very grateful. This was about the new ones who can learn, who take up the Gnan faster, but we also benefit so much from this rising, stronger field that is created, that we can be grateful for everyone who's already present in this satsang, and also present for all the mahatmas who pave the way for us to immerse and really get absorbed in this knowledge, and for the mahatmas who have been doing all this Dada's work for such a long time, like Shuddha, and thank you very much for being present for us every Sunday and for your presence. Thank you. Yeah. Is Uwe muted or is he? Is anybody else there? I just, you know, an interesting point came up, an interesting new development. It's an experiment came up in
in the satsang with the Brazilians, which was so interesting because it all we did last Tuesday was slowly go deeper into the prayer to the pure soul, just the prayer to the pure soul. And we spent the whole satsang on the prayer to the pure soul. And it is a very interesting experiment that when in Germany, all of you are in a group satsang, for the person who is not speaking or actively interacting, if that person just goes into live prayer to the pure soul, with everyone around and then whoever comes in the mind, it has a tremendous effect. It has a very amazing effect. So I just want to leave you with that little experience in satsang with the Brazilians. And so it's all growing, but it's something worth trying. Prayer to the pure soul being applied, and you say the words as they are in the Vidhi of the prayer to the pure soul. Also, und Shuddha teilt jetzt noch etwas von einem interessanten neuen Experiment, das im Satsang mit den Brasilianern aufgetaucht ist. Und zwar haben sie da am letzten Dienstag etwas gemacht, was er beschreibt als ein langsames, immer tiefer hineingehen in das Gebet an die reine Seele, wie es in unserem Charanvidhi-Heft abgedruckt ist. Und das ist ein schönes Experiment für solche Gruppensatsangs, dass all die Personen, die gerade nicht aktiv sprechen, sondern zuhören, in ein aktives Gebet hineingehen, also immer vor sich hin sagen, dieses Gebet an die reine Seele. Es hat einen enormen Effekt auf das ganze Miteinander, dass wenn dann jemand im Geist auftaucht oder jemand anders spricht, das hat also offenbar einen enormen Effekt auf das, was da passiert. Eben einfach dieses Gebet an die reine Seele zu sagen oder zu rezitieren, wie es im Heft steht. Say you are all sitting in a circle and Uwe is speaking and then Nada is speaking, all of you are listening. And at that time, instead of just kind of getting a little lost in terms of all the various things that are happening, if you can look at each one and say, "Dearest Shuddhatma Bhagwan," within this person, and then recite that prayer, you will enter into a totally new internal energy, and then you can carry it across. You don't have to be in satsang. Even the people that you meet or somebody that comes across you that you do not like, immediately start that prayer, or prayer to the pure soul. It has a marvelous effect, and you're doing it silently. Also das wäre so eine Situation, wenn man im Kreis sitzt und Uwe oder Nada sprechen vielleicht gerade, dass man dann zu dem Zeitpunkt so leise vor sich hin eben dieses Gebet an die reine Seele spricht, dass man nicht abwandert zum Beispiel mit den Gedanken oder so ein bisschen sich verliert in dem, was da gesagt wird, sondern die reine Seele sieht in der Person, die da gerade spricht. Also da werdet ihr feststellen, dass eine neue, ganz besondere Energie in euch auftaucht. Und das kann man natürlich auch über den Satsang hinaus machen und das anwenden auf Situationen im Alltag, wenn ihr Leute trefft oder vielleicht auch sogar jemanden, den ihr nicht mögt. Und man sagt es so still vor sich hin. And you know, just
just like this new thing we learned about moving into the space of the three and then speaking gentle words, the same way when you're faced with circumstances and situations in life which are relatively unpleasant for you, if you start this prayer to the pure soul, looking at the people that you are uncomfortable with, you again have a magnificent key that our Gnani Purusha has given to not only move back into the space of who you and I are, but also simultaneously do the pratikramans at the same time and wash it off, you see. Magnificent, simple vidhi. Und das ist so ähnlich wie das, was wir vorhin besprochen haben, in diesem ersten Absatz, wie man sich zurückbewegt in diesen Raum des dritten Agnas und dann sanfte, gütige Worte findet, die man sprechen kann, wenn man auf eine Situation trifft im Alltag oder auf Umstände, die einem unangenehm sind und vielleicht sich Leuten gegenüber sieht, die man nicht mag, dann bringt einen dieses Gebet an die reine Seele zurück in den Raum dessen, der wir wirklich sind, also in den Raum der reinen Seele, und gleichzeitig läuft sozusagen automatisch Pratikraman ab und alles, was da ist, kann abgewaschen werden. Yes. All of a sudden, somebody that you just don't like moves in front of you or is around you, you can start the prayer to the pure soul. That is the cue. That is the time that the prayer to the pure soul has to begin with that person. Und sobald jemand vor euch auftaucht, den ihr nicht mögt, zum Beispiel, da ist das ein wunderbares Instrument oder ein wunderbarer Schlüssel, eben genau dieses Gebet an die reine Seele zu beginnen. And so, we will unmute Marian and Uwe. We would like to kind of end this satsang with some Hey Dada Jagat Kalyan Karo. And one more thing, just to add that or to remember. Uh-huh. As we are doing our 8-1-10. You remember that? 8-1-10 is 8 in the morning, 1 in the afternoon, 10 at night. Yeah. It's exactly now, it's 10 at night. So when we finish now, everybody can take this moment also to do the prayers to the pure souls, what we always do. And we realize also on the weekend that this is the highest gift we can give to the world. It's the most precious gift we can give to the world by keeping the Jagat Kalyan life, by having that prayers to all beings, seeing the pure soul and praying and do the vidhi to that. Yes, so beautiful, really. This is not just something to be kept in the book only, but it is, all of those vidhis are practical vidhis, practically applied. And this one, prayer to the pure soul, I think every time somebody even remotely comes in your mind that you don't like, somebody makes a phone call that you don't like, it happens, but then afterwards I think we need to really just do the prayer to the pure souls, you see? Prayer, yes, to the pure soul. And just one remarkable thing, was der Uwe gerade gesagt hat, in Deutsch vielleicht noch schnell, es ging einfach darum, dass wir ja das 8-1-10 machen, 8 Uhr morgens, 1 Uhr mittags, 10 Uhr abends, was jetzt gerade ist, es ist 21.59 Uhr, die Gebete an die reine Seele von allen Mahatmas, allen Menschen, die Befreiung möchten und so weiter, und dass wir dies einfach nutzen, dass wir festgestellt haben jetzt an dem Wochenende, dass es unser kostbarstes Geschenk ist für die Welt und auch letztendlich für den Discharge von jedem.
Und bei Ravi hat es gesagt und Grit hat es gesagt und ich möchte einfach erinnern, jetzt sind, in 2 Wochen beginnt die Tour, lasst uns alle treffen irgendwo im Rahmen dieser Tour live, nutzt so einen Tag zu kommen, es lohnt sich. Mehr als das, es ist ein unglaubliches Geschenk. Wir freuen uns sehr auf dich. Okay, wonderful. Svenja? Yes. Okay. I got the tone, so we don't need to. Sorry. He was advertising the tour, and he was saying, just inviting everyone again that, it's a very special gift to be there, to be together with Mahatmas, and also this praying to the pure soul that we do at certain times of the day. This is our gift to the world and will lift us up as well. All right, wonderful. So this one, I'm just urging you to be more specific whenever, you know, so when it comes to more specific, it's very effective, you see. Yes, when someone shows up, shoot on sight, shoot on sight. Somebody, not only somebody you dislike, but also somebody who is attracts you, who loves. Anybody who just shows up. Yeah, shows up, you see, and. So say, Hey Shudatma Bhagwan, Hey Shudatma Bhagwan. So we are in full presence the whole day. Yes, all day, yeah, right. Hey Shudatma Bhagwan, yeah. All right, so where shall we? We, the four of us, Svenja, Grit, and we, the two of us, we have all free so we can sing together. Yeah, I will not, because otherwise, because of the transatlantic sound, it will, so three of you. Yeah, you see, because of the timing delay. Yeah, okay, good. So all but from Hamburg to Bodensee and Munich, we can do it. Yes, okay. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Hey Dada Chaka Kalyanika So Jiva Mokshe Kanepamo Yana antayo tuto Swami savne sherene lo Dada bhagavanena Asimi te karho Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shudatma Bhagwan. Thank you for translation, Svenja. Jai Sachidanand. Svenja, beautiful translation, my dear. And everyone, chalo, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And the folks on the phone, and Susanne in Berlin, and Helma, and everyone, yeah? Yes. And Mari. Two Marians here, okay. Yeah. Two Marians, and Michaela, and Tobias, Michaela. And yes. So on. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, who is next to you, Belas? This is Michaela. Oh, Michaela. Belas is Michaela. All right, okay. All right. So then Helma, and Gottfried, and Tobias, and yes. Grit. Okay, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Gottfried, I haven't heard you. Gottfried, say Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shudatma Bhagwan. Yes. And let me unmute Michaela if she is there. Michaela, you want to say something? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thomas. Everybody, thank you so much. I was listening and I feel so blessed and really a little bit knocked out from so much blessed. Thank you all, everybody, once again. Yes, both of them. Thank you for being there. And we will unmute Marian. Marian. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Tobias, Jai Sachidanand. All right. Everybody, Jai Sachidanand here. Okay, where are we? Okay. All right. I think, are we not missing anyone, right? No. Okay, Shudatma Bhagwan. All right. Good night.
Good night. Good night. Good night. Good day, Satchidanand. Stay in the Agnas. Yes. Keep me safe. Jai Satchidanand, du Lieben. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand.